willkommen zu einer neuen Aufnahme auf diesem Channel. Ja, heute möchte ich gerne mit euch ein bisschen in den Bereich der Thematik gehen, dass ich Einzel-Tutorials zu bestimmten Sachen mache. Und heute ist die Idee, wir hatten ja beim letzten Mal unsere kleinen Partikeleffekte. Heute möchte ich gerne mit euch einen Player-Schutzradius machen, also so ein Schutzkreis um einen Player herum. Warum? Ganz einfach, wenn ihr zum Beispiel YouTuber habt und ihr möchtet, dass die YouTuber auch frei aufnehmen können, ohne dass die Leute sie steuern können, ist sowas vielleicht ganz sinnvoll. So, wir hatten ja letztes Mal schon mit dem Move-Listen hier angefangen. Das gleiche werde ich nämlich hier auch machen. Ich werde das nämlich in diesen Move-Listen einimplementieren. So, und dafür brauchen wir auch noch einen Comment. Und da ich das jetzt nicht in den Test-Comment reinmachen möchte, werde ich hier einfach einen neuen Comment machen. Wie ihr seht, wir haben ja so viele Comments schon. Hier mache ich jetzt einfach den Class, die Class Schutzschild Comment. Das ist jetzt gerade der kreativste Name, der mir einfällt. Hier machen wir Implements Comment Executor. Und das war jetzt erstmal so das Wichtigste. Wir machen jetzt hier die Standardmethoden. Wir tragen halt unseren ganzen Kram ein, wie es so standardmäßig der Fall ist, und dann wollen wir jetzt einfach darauf losschießen. Als erstes müssen wir aber leider hier ein bisschen uns darum kümmern, dass es das Ganze funktioniert. Dafür machen wir halt einfach das mit Comments. Als erstes fragen wir ab if p.hasPermission. Das müsst ihr jetzt nicht zwingend machen, ich finde es ist sinnvoll. Ach, ich bin noch dumm. Als erstes fragen wir if Sender Instance of Player. So, das kennen wir, das ganze Prozedere, das habe ich ja schon einmal erklärt. Also wir fragen ab, ob der Spieler, ob derjenige, der den Comment gesendet hat, ein Spieler ist. Dann müsste auch Konsole und so weiterkommen. In diesem Fall geht es aber um Spieler. Dann machen wir Player D gleich, kann man Player Sender. So. Das Cast haben wir schon gemacht, genau. So, jetzt fragen wir ab if p.hasPermission. Und dann in diesem Fall Tutorial.schutz und machen dann eine eckige Klammer auf. So, und dann haben wir den ganzen Kram schon. Und dann gucken wir uns das Ganze hier nochmal an. Ja, genau. Hier wollen wir natürlich was eintragen. Genau. Wir machen hier einmal eine Hashmap, wo wir die Spieler reintun, wenn sie halt schon eine Raylist, wo wir die Spieler reintun, wenn sie halt in dem Fall einen Schutzschild aktiviert haben. Dann über Player und dann Schutzschild gleich New Array List. Habe ich jetzt vorne auch Red Player gemacht. Mein Gott. Tut mir leid, dass ich so durcheinander hier bin. Also Static Public Static List Player Schutzschild gleich New Array List Player. So, was genau bewegt es? Also die Liste ist halt dazu da, dass wir hier die Spiele reinpacken, die dann im Schutzschild aktiviert aktuell drin sind. So. Und hier haben wir, wenn ihr die Rechte habt, dann fragen wir jetzt ab if plugin utils.schutzschild.contains und dann p. Also wenn er enthalten ist, dann machen wir plugin utils.schutzschild.remove p und senden ihm die Message. Dann nehmen wir einfach wieder dieses unser Tutorial Präfix plus und dann AFC, du hast dein Schutzschild deaktiviert. Ausrufezeichen. So, und ansonsten machen wir es so. Es wäre dann in diesem Fall, also wenn er schon enthalten ist, wird er entfernt, ansonsten wird er hinzufügt. Dann machen wir Plugin Utils Schutzschild und add. Okay. Hier würde ich grundsätzlich dann zum Beispiel statt Schutzschild auch Protector machen, weil es jetzt ein deutsches Tutorial ist, mache ich das, nenne ich das Schutzschild. Grundsätzlich ist es aber sinnvoll, in diesem Fall die Methoden Englisch zu nennen, einfach aus dem Grund, falls ihr tatsächlich mal ein öffentliches Plugin macht, dann werden andere Leute vielleicht auch mal euren Source einsehen wollen oder die decompilen, das ist einfach, ja, das ist halt Standard unter Leuten. Es geht einfach darum, erstens können die Konvention, weil zum Beispiel, stell euch vor, ich habe jetzt ein Konsolen-Plugin. Und derjenige, der das dann einfach programmiert hat, der hat da nicht mal Konvention benutzt. Kann ich mir ja vorstellen, wenn ich jetzt so ein Plugin habe, was mit der Android-App agiert, da ist ja auch. Oh, jetzt haue ich in mein Mikrofon. Ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat. Ich denke schon. Ist es halt so, dass der auch diese
ja, dass da halt über Sockets gearbeitet wird, also zwischen den ganzen Hin- und Hergesandt wird. Und wenn derjenige schon nicht mal Konventionen beherrscht, dann kann ich ja davon ausgehen, dass er es auch nicht kann. Deswegen geht davon aus, dass er auch mal dekompiliert wird. Und da ist es natürlich sinnvoll, wenn ihr auf einer englischen Webseite was postet, dass es natürlich auch englisch programmiert ist. Aber das ist nur so ein Tipp, muss aber nicht sein. Aber ich mache das jetzt immer auf Deutsch, ansonsten würde ich es auf Englisch machen. So, hier müssen wir einfach unter A und du hast dein Schutzschild aktiviert. Die Message, das müsst ihr nicht machen. Ich mache es jetzt einfach nur, damit es am Ende halt ja für uns klar ist, was wir gemacht haben. So, jetzt müssen wir einfach nur noch was im Move-Listener implementieren. Dann war es das schon. Wir fragen ab. So, also das ist immer for, in Klammern Player P. Doppelpunkt schon for Entity E. Aber kurz, ich bin auch dumm. Als erstes wollte ich was abfragen. So, also if so Plugin Utils Schutzschild.contains. Ne, wir machen es sinnvoller. Ich wollte erst die Formel schreiben, oder? Das war so eine ganz gute Idee. Also Entity E Doppelpunkt Plugin Utils und Schutzschild. Nein. Nee. Ach man. Ich bin auch. Also wir wollen die Nearby Entities haben. Also P.get Nearby Entities. So, jetzt habe ich es. So, als erstes müssen wir in die X, Y, Z Richtung das machen. Wir sagen jetzt mal im Umkreis von 20 Blöcken. Das machen wir einfach so, wir machen uns hier ein Double Radius gleich 20,0. So, warum das? Einfach aus dem Grund, dann könnt ihr oben einfach Radius ändern und dann wird der Radius hier unten auch geändert. Das heißt, ihr müsst nicht drei Varianten ändern, sondern nur eine. Hat schon irgendwie Vorteile in gewisser Weise für einfache Sachen. So, dann haben wir hier Entity E. Nehmen wir Bucket Entity. So, jetzt seht ihr das wieder übertragen und ja, ich können wir nicht nehmen. Müssen wir Entity nennen. Weil I heißt schon unser Event. So, dann fragen wir ab if in Klammern Entity Instance of Player. So, also wenn das ein Spieler ist, weil ja nur die Spieler weggeschleudert werden sollen, wir wollen ja nicht irgendwie zum Beispiel Haustiere weggeschleudern, dann fragen wir ab if in Klammern if Plugin Utils Schutzschild.contains P. Jetzt müssen wir das machen, dass wir den Spieler wegschleudern. Dafür. So, da bin ich wieder. So, wir wollen jetzt weitermachen. Ich muss einmal kurz das machen. Also, nun wollen wir halt in diesem Fall den Schutzschildspieler, der Spieler, der halt in die Nähe kommt, das heißt ja unsere Entity, wollen wir wegschleudern. Dafür machen wir als erstes uns Locations. Einmal, auf jeden Fall geben wir uns Variablen. Das ist einmal Double X gleich P.getLocation, das heißt die Location unseres Spielers. Dann Double Z gleich P.getLocation. Ja, da muss noch ein Punkt GetX. So. Und hier noch ein Punkt GetZ. So. Das Ganze müssen auch noch Y. Und weil es Y an sich dazwischen gehört, habe ich das jetzt dazwischen. Also X, Y, Z gleich GetX, Y, Z. So, das nennen wir aber jetzt einfach mal AX. So, das Ganze machen wir nochmal mit BX. Beim BX müsst ihr euch auch vorstellen, nehmen wir es von der Entity in diesem Fall. Das ist dann Entity. So. Jetzt kommt aber gleich noch der Punkt. Also als erstes, wenn der wenn derjenige, der im Schutzschild enthalten ist. So. Das können wir an sich hier mal nach oben machen, weil es gleich noch weil es einfach so auch wichtig sein wird. Also wenn es der Spieler ist, dann ist Double X gleich AX minus BX. So, und das Ganze ziehen wir jetzt hier mal durch. Z, Y, Z. Soll ich dann hier Y, Z. So, dann machen wir Vektor wie weg. Also unser Vektor ist gleich new Vektor. Vektor. Punkt. Ja, komm. Den implementieren. So. Seht ihr uns nämlich normalize.multiply. So, das den multiplyen wir jetzt einmal. Oh ne, Punkt ZY, Punkt Multiply, so. Also ich kenne das ja schon aus den Jump Pads. Da machen wir ZY
0,3, 0,3 ist vielleicht ein bisschen hoch, 0,1 und Multiply, multiplizieren wir erstmal bei 1, das sollte reichen. Und hier müssen wir noch x, y, z eintragen, das sind unsere Variablen. So, und jetzt sagen wir einfach entity.zVelocity und dann weg. Klar, wir können jetzt hier noch ein paar Tickets bauen, das können wir so mal machen. p.getLocation.getWorld, p.getWorld, das spart ein bisschen Zeit, getWorld. Spawn Effect, nee, Spawn Play Effect, so Play Effect p.get Location, oh, Effect. Was nehmen wir mal für den Effekt? Wir nehmen mal den Effekt von wie war denn unten drunter? Ender Signal, müssen wir da oben sein, ha? Ender Signal, da ist er. So, und den setzen wir auch wieder auf 20, wie das ja von mir kennt. So, und dann machen wir Entity. Dann müssen wir Player K noch machen. Player K in Klammern gleich in Klammern Player Entity K.play Sound und dann K.get Location Sound, boah, Envel Break ist glaube ich eine ganz tolle Geschichte. Da brauchen wir mal ein F. So. So, warum genau das Ganze? Also wir wissen ja schon, dass der Entity ein Player ist und dann zerkauen wir den hier und dann spielen wir eben den Sound Envel Break. Der bringt genau den Vorteil, dass in diesem Fall dann halt noch ein Sound kommt, wenn er dann halt dagegen kommt. So, und jetzt kommt die andere Frage, else. Ah, ich bin auch dumm. Das Player K können wir mal nach oben verlegen. Das ist ärgerlich. So. Else if, Klammern, Plugin Utils. Schutzschild. Punkt. Contains und dann K. Jetzt müsst ihr bedenken, ich decke das jetzt nicht ab, dass wenn ihr zwei YouTuber habt, oder zwei Leute, die Schutzschild aktiviert haben und die aufeinander zu rennen, dann wird immer einer weggekickt. Nämlich als erstes wäre es immer derjenige, der stehen würde aktuell. Also auf den zugerannt wird. So, das heißt Plugin Utils zum Schutzschild contains K, also wenn er darin enthalten ist. Wir können es machen. Wir machen es hier oben mal eben. Das mache ich jetzt davor, damit das dann leer bleibt. Plugin Utils contains und Plugin Utils. So. Warum das Ganze? Dass ich das jetzt leer lasse. Einfach aus dem Grund, dass wir hier das Problem hätten, dass das sich doppelt abdeckt. Klar, könnte man es jetzt auch anders machen. Man könnte nämlich so mit Ausrufezeichen und blabla arbeiten. Das wäre aber wesentlich viel Codeverschwendung. Deswegen mache ich das jetzt so. Ist zwar nicht super schön, aber funktioniert auch. So, um jetzt weiterzugehen. Jetzt haben wir ja noch die Methode, was wäre, wenn der K der Spieler ist. Nämlich derjenige, der steht. Dann müssen wir es ja auch machen. So, das heißt, wir machen das so, dass wir jetzt hier Schutzschild haben. So, jetzt müssen wir es aber anders berechnen. Jetzt komme ich bx und by und bz minus ax und ay und az. Boah, schon wieder gegen das Mikrofon gehauen. Ich hab's heute mit dem Mikrofon hauen. Ich sollte das mal umstellen und ein bisschen besser konfigurieren. So, jetzt sollte das Ganze nämlich auch funktionieren. Es wird nämlich auch in diesem Fall, wie der Entity ist noch gesetzt oben, das können wir eigentlich so k.zVelocity machen. Und hier können wir oben auch das mit k machen. Das ist, spart auch wieder ein bisschen Zeit an Code. Fällt mir gerade so auf. So ein bisschen optimieren hier gerade noch. Und hier setzen wir p.zVelocity. Warum das Ganze? Weil jetzt der Player ja weggeschickt wird. So, und dann spielen wir nicht den Kardin-Sound, sondern spielen auch nicht den, das tauschen wir mal um, so. Das Ganze sollte jetzt funktionieren, aber ich gebe keine Garantie für irgendwas. So, genau, jetzt muss ich nämlich noch den Schutzschild-Comment einbauen. Jetzt ist das Tutorial schon ordentlich lang geworden. Den Comment nennen wir einfach mal Schutz. Ich glaube, wir sind jetzt bei ungefähr knapp 15 Minuten wahrscheinlich am Ende. So, den nennen wir Schutz, Schild. Oh, das Schild habe ich losgeschrieben.
So, Social Comments. So, damit haben wir das Ganze auch eingebunden. So, jetzt müssen wir auch noch die Plugin-YML nehmen, genau. Hier kopieren wir uns das Ganze wieder raus und machen darunter wieder ein neues. In diesem Fall habe ich das ja, glaube ich, Schutz genannt. Bietet dir Schutz. So, jetzt wird spannend. Jetzt muss ich nämlich einmal kurz das Ganze exportieren und wir starten unseren Server. Das schon lange nicht mehr gemacht, aber naja, mal sehen, ob ich es hinbekommen habe. So, als erstes unseren Testserver, den wir starten wollen. Ich ziehe ihn hier wieder rüber. Wir führen ihn aus, wir gucken erstmal, ob alles in Ordnung ist. So, geht ein bisschen. Okay, also das Tutorial ist schon mal geladen, das ist jetzt schon mal kein Fehler. Starten wir unseren Minecraft Launcher, der mittlerweile deutlich anders aussieht. Ich glaube, nee, im letzten Tutorial ist das auch schon der neue Launcher. So, das ist der erste. Wir brauchen ja auch zwei Clients in diesem Fall. Deswegen switchen wir hier mal Konto wechseln. Wir nehmen mal das hier. Und spielen damit. Trotzdem starten. So, das ist unsere erste Minecraft-Version und die connecten wir auf diesen Server hier. So, unser imaginärer Spieler 1 ist schon da. Man sieht schon, wir haben noch die Partikeleffekte aus dem letzten. Jetzt so. Der hat hier, glaube ich, keine. Ah, hat er recht? Nee, hat er nicht. Ah, ich muss mal eben kurz zu meinem TP. Wir hatten ja keine Rechte, okay. So, also, das machen wir jetzt hier so, das TP zu skypixel.de. Ah ja, genau, was ich noch machen wollte, was mir jetzt gerade einfällt, ist, dass ich das hier ändern wollte. Von der Weite her, das war total übertrieben gerade. Ich habe, glaube ich, 20 Blöcke eingestellt. Da machen wir mal 5, sonst ist das sehr weit, fliegt man sehr weit weg. So, damit reloaden wir das Ganze einmal. So, jetzt geben wir /Schutz ein. Hui! Das klang ja sehr angenehm. So, ich habe mich nämlich jetzt hier versehen. Ich habe das nämlich hier falsch rumgerechnet. Das merkt ihr daran, dass ich den Spieler zu mir hergezogen habe, wenn ihr da mal ein bisschen drauf geachtet habt. So, um das Ganze jetzt zu fixen, exportieren wir nochmal die neue Version. So, reloaden die ganzen Server einmal. Aktivieren das Schutzschild. Hier noch ein dazu. Wir sehen hier noch einen Fehler. Ihr seht, er wird nur weggeschoben, ne? Und so klingt das auch noch nicht, weil man mehrfach den Sound hat. Das wollen wir jetzt auch nochmal eben verbessern. Und schon wird das total schön lang. Jetzt wird das nämlich ein bisschen komplizierter. Jetzt müssen wir uns einmal eine Hash machen. Public Static Hash Map. Dann nee, Public Static ArrayList. Machen wir einfach. Was machen wir mit ArrayList? ArrayList. Player moving oder durch Players. Warum das Ganze über eine Arraylist? Einfach aus dem Grund, weil wir sicher gehen wollen, dass das nicht die ganze Zeit immer wiederkommt. Und warum mache ich schon wieder eine Arraylist als erstes? Das muss eine List als erstes sein. Gleich new Arraylist Player. So. Ja, die Player, die nämlich gemoved werden, sollen ja halt dann erstmal auch da in die Liste reinkommen. Und dann fahren wir ab. Okay, das okay, sollten wir auch hinbekommen. So, dann fahren wir ab. Genau. Und Ausrufungszeichen moving unterstrich players Punkt contains p. So, also wenn und wenn er also wenn er das Schutzschild aktiviert hat, das Schutzschild ihn aktiviert hat und K nicht als bewegter Spieler gerade drin ist, dann wird K gemoved. Und das gleiche gilt hier für P. So, und dann machen wir hier in diesem Fall moving unterstrich players.put nee, Punkt add, Entschuldigung, hier schon bei Hashmaps, in diesem Fall P, dann bucket.getScheduler.SchedulesyncDelayTask. Ich glaube, ich auch noch nie mitgearbeitet. Also, es ist ein Task, der das Ganze verzögert. Gleich
New Runnable. Genau, ich New Runnable. So, also am Ende kommt es halt in diesem Fall so Main Methode hin und das ist Tutorial.m. Tutorial.m. So. Damit haben wir das. Dann wollen wir aber die Runnable. Ja. Ah, okay. Also habe ich das schon mal verdreht. Klasse. Also Tutorial.m, dann den Runnable. So, da müssen wir einmal die Methods implementieren. So, und dann tragen wir da was rein. Und wir sagen jetzt hier, der Delay-Task soll 20 Ticks laufen, das wäre eine Sekunde. Ich würde aber sagen, 40 Ticks ist besser. Und dann machen wir einfach moving unterstrich players.remove. Und dann in diesem Fall p. Oder ne, 30, also anderthalb Sekunden sollte es passieren. So, das gleiche gilt hier oben für unseren Spieler K. Also K hinzufügen und K entfernen. So, dann können wir hier mal eben kurz eine Zeile wegmachen. Ich mache eine Zeile zu, damit es schöner wird. So, was hatte ich jetzt noch gerade zu melden gehabt? Genau, jetzt habe ich eine Nachricht bekommen, toll. Ja, jetzt haben wir glaube ich alles. Erst sortieren wir es nochmal. Falls ich jetzt noch was vergessen habe, dann fällt es mir gleich wieder auf, hoffentlich. So, da bin ich. So, jetzt reloaden wir einmal das Ganze. Wir laufen auf. Ach ne, wir sind gerade nicht in der Schutz aktiviert drin, weil das reload wurde. Wir aktivieren unseren Schutz. Wir können jetzt näher an den Spiel rangehen und auch der fliegt halt nicht ganz weg. Das wollen wir mal eben noch annehmen. So. Genau. Genau, da fällt mir auch ein, was ich machen wollte. Ich wollte das hier ein bisschen höher machen. Und das ein bisschen länger. Da können wir so einen Multiplier mal 3 machen, dann fliegt der ein bisschen weg. Und jetzt wollte ich noch das so machen, dass ihr seht ja, 1,5 Sekunden ist doch sehr lange. Machen wir 15 Sekunden, 15 Ticks draus, das ist ungefähr eine Dreiviertelsekunde. Das Ganze exportieren wir nochmal, reloaden das Ganze und aktivieren den Schutz. Das sieht deutlich besser aus. Hier ist es auch schon. Jetzt als Beispiel, was ist, wenn er jetzt auf mich hinkommt? Er wird weggeschossen. Aber ihr seht noch, es gibt hier noch den einen oder anderen Fehler. Nämlich, dass ich. Ich glaube, bei mir wird die. Ja, genau. Das sieht da unten nämlich an meiner Location gespawnt, was ja nicht passieren sollte. Das heißt, wir gucken nochmal. K.getWorld und da seht ihr den Fehler. P.getLocation, da habe ich meinen Fehler bekommen. Hier muss nämlich K.getLocation drin. So, jetzt kommt der letzte Export und jetzt haben wir auch ein 20-Minuten-Tutorial, was ja doch recht lang geworden ist. Dann reloaden wir es mit dem Account. So, wenn ich jetzt mit dem hier drauf zulaufe, dann sollte es an der Location. Ah, der muss ja auch wieder in den Schutz sein. Ich bin noch dumm. Okay, Schutz. So, ihr seht jetzt, solange er beide stehen, alles in Ordnung. Aber jetzt geht's los. Und es wird immer schön an seiner Stelle das gespawnt. Ich werde schon weggekickt. Ich stehe einfach frei, ne? Und umso höher ich springe, umso weiter fliege ich. Sogar im Flugmodus hier. Also ich werde nicht daran lassen. Also sogar im Flugmodus kann ich ja nichts gegen tun. Ja. So, und da habt ihr es jetzt gesehen. Das ist ja mein Tutorial, wie man mit ein bisschen Vektoren Spieler wegschleudern kann. Ja, ihr habt es hier gesehen, das ist ein bisschen keine Rechenarbeit. Wir rechnen nämlich die eine Location von der anderen Location ab und schleudern damit zurück. Ja, und das ist so ein bisschen Vektorberechnung. Ich denke, mit Vektorberechnung bin ich durch die Jump Pads und das Tutorial jetzt dann doch durch. Als nächstes werde ich nochmal auf die Tasks eingehen, die habe ich nämlich ganz vergessen in meiner ganzen Planung hier. Das heißt, in den nächsten Tutorials Detail werdet ihr sehen, wie ihr mit Running Task und Delayed Task arbeiten könnt. Das Ganze dann, ja, je nachdem wie ihr es haben wollt, da können wir zum Beispiel vielleicht so ein kleines Minigame mal machen oder einen kleinen zeitverzögerten Task, der alle paar Sekunden was macht. Auto-Messaging könnten wir auch mal machen. Also da habe ich schon vieles im Petto und ja, ich würde dann sagen, danke sehr fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.